Ja, hallo, willkommen beim Kanal Retro Frev. Ja, heute zieht eine neue Konsole ein, beziehungsweise die Tage ist sie schon eingezogen. Und zwar hatte ich auf eBay mir eine Konsole ersteigert mit verschiedenen Spielen. Also insgesamt waren das, glaube ich, 14 Spiele. Und diese Konsole, Sega Master System 1, oder Powerbase genannt, für mich mit einer der schönsten Konsolen von damals, finde ich. Die hatte so einen futuristischen Look. Also das hat mich damals immer, wenn ich die in den Katalogen schon gesehen hatte, immer schon angefixt, das Teil. Und das wollte ich immer schon mal haben. Und ja, jetzt zugeschlagen. Wie gesagt, ich stelle die Spiele gleich alle nochmal einzeln vor. Habe bezahlt 82 Euro. War eine Auktion bei eBay. Der Verkäufer war Retro Merch. Ich habe die Konsole auch abgeholt. Wir haben uns getroffen und habe ich mir die abgeholt. Ganz sympathischer junger Mann. Hat sich wohl jetzt auch gerade selbstständig gemacht. Schaut gerne mal rein da auf seiner eBay-Seite, Retro Merch. Ich werde unten noch in der Videobeschreibung mal verlinken. Ja, kommen wir mal zur Konsole selber. Wie gesagt, die Powerbase 1, Sega Master System 1. Irgendwann wird wahrscheinlich das Sega Master System 2 auch noch hier einziehen. Gehe ich mal fest von aus. Ich weiß gar nicht, ist der Schalter hier original? Da kann ich wohl zwischen 50 und 60 Hertz umschalten. Und die hat auch einen vernünftigen Videoausgang. Ich habe hier auch zum Glück direkt ein vernünftiges Kabel bei, also ein RGB-Kabel. Und das ist natürlich spieltechnisch schon eine andere Hausnummer, als wenn du da über das normale Antennenkabel gehst, über das RF-Kabel. Ist ja heutzutage nicht mehr zu empfehlen. Ja klar, Sega, Originalnetzteil war bei, klar. Dann war dabei zweimal die Joypads. Die funktionieren auch sehr gut, sind auch noch im schönen Zustand, würde ich sagen. Man muss ja aber das Alter auch bedenken, wie alt die Konsole ist. Ja, wann war das hier? Anfang der 90er? So rum muss es gewesen sein, ne? Ja, wie gesagt, also das ist die Konsole. Ja, kommen wir zu den Spielen. Da war bei Wonderboy, aber es ist nur eine Leerhülle. Da war ein anderes Spiel drin, aber wie gesagt, die Leerhülle Wonderboy. Werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie mal vervollständigen kann mit der Zeit. Dann Wonderboy 3. The Dragon's Trap, da ist nur das Modul drin, das ist aber drin. Ja, hier war das Cover ein bisschen eingerissen gewesen, das habe ich das provisorisch ein bisschen geklebt. Ja, aber besser als nichts. Dann Tennis Ace, das ist auch komplett mit Anleitung und Modul. Ja, ist auch das Cover hier ein bisschen eingeschnitten, ja, wie gesagt. Aber mir ging es hauptsächlich auch wirklich um die Konsole. Und wie gesagt, ein paar Spiele, die dabei waren, die sind halt auch nicht so schlecht. Wie zum Beispiel dieses R-Type, finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir Outrun. Wonderboy in Monsterland. Auch ein Klassiker. Sonic the Hedgehog. Gut, das habe ich schon in der Sammlung, auch nur loses Modul. Das kann auch wieder gehen dann, dementsprechend. Transport. Super Tennis, das habe ich schon komplett in der Sammlung, also das Modul kann dann gehen. Dann habe ich hier Alex Kidd in Miracle World. Wenn einer hier einen Tipp hat, wie ich die Schrift hier abkriege, also ich habe mal mit Isopropanolalkohol probiert, ganz vorsichtig, da hat sich nicht viel getan. Ich wollte aber jetzt nicht mit Nagellackentferner dran gehen, weil da habe ich mal ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Naja, wie gesagt, also wenn ihr einen Tipp hat, gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier Enduro Racer, Spider-Man, Moonwalker, Indiana Jones and the Last Crusade und Super Kickoff Fußballspiel. Darf ja auch nie fehlen in der Sammlung, ne? So, wie gesagt, das war dieses Lot. Für insgesamt 82 Euro steigert. Ja, jetzt werden viele sagen, wow, buch, das war aber ganz schnappig. Ja gut, aber guck mal bitte, was so ein Sega Master System 1, ne? Wie was das teilweise schon gehandelt wird. Und ja, der Preis geht immer weiter hoch. Und da habe ich mir gedacht, komm, schlägst du mal zu. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich den Zuschlag kriege. Ich habe eigentlich gedacht, es geht teurer weg. Und ja, wie gesagt, ich fand es okay, den Preis. Und geht so in meine Sammlung. Ja. Gut,
machen wir weiter. Was gab es sonst noch? Dann gab es noch einen Tauschdeal, beziehungsweise einen Kaufdeal. Kaufdeal mit einem guten Schweden aus der Beer Games and Deals Gruppe. Der hat ein bisschen Platz gemacht in seiner Sammlung und hatte dann verschiedene Sachen zu verkaufen. Und von ihm habe ich bekommen, zur Hand von Red Oktober, also die Jagd nach Roten Oktober für NES. Dann Wizards and Warriors 3. Solstice, wenn man es richtig ausspricht, weiß ich das gar nicht genau. Und dann habe ich besonders freut, Segunis 2 für NES. Ja, der wollte wie gesagt pro Titel 5er haben, da kann man nichts sagen. Da habe ich direkt zugeschlagen und Schwede, falls du das siehst, vielen lieben Dank nochmal. Die kriegen ein schönes Plätzchen in meiner Sammlung. Hat mich sehr gefreut. Ja, dann geht's weiter zu meinem Zockerkumpel Sascha. Der hat mir auch wieder Sachen mitgebracht. Der war wohl irgendwie beim Real und hatte dann dieses Kirby. Wie heißt das nochmal? Battle Royale für 4 Euro. Für ein 3DS. Für 4 Euro nimmt man schon mal mit, oder? Komplett neu hier mit Anleitung, allem drum und dran, pipapo. Und dann hier Codename Steam für 1 Euro. Ja, also Freunde, 3DS-Spiel auch komplett mit allem drum und dran für 1 Euro. Das nimmt man mit, oder? Ja, dann habe ich von ihm noch Sachen bekommen, die er wieder doppelt hat. Machen wir mal los. Das ist hier WWE 12 für die PS3. Wrestling-Spiel. Ja, gut, brauchen wir da viel zu sagen. Ja. Fight Night Champion für die PS3, klar. Auch ein Boxspiel. Brauchen wir viel zu sagen. Just Cause 2 hat mir noch gefehlt. Bin ich sehr froh, jetzt in der Sammlung zu haben. Jetzt habe ich, glaube ich, Just Cause 1, Just Cause 2. Ja, 3 fehlt mir doch. 4 habe ich. 3 fehlt mir, glaube ich, noch. Muss ich mal gucken. Ja, dann hier Two Worlds für die PS3. Hatte ich schon für die Xbox 360. Für die, ja, hier fehlt leider die Anleitung. Für die 360 habe ich schon in der Sammlung. Und wie gesagt, jetzt bin ich auch froh, es für die PS3 zu haben. Hier kann man mal reingucken. Hier ist komplett. Auch komplett, oder? Ja. Und da ist eine Anleitung drin. Dann haben wir hier das Viking. Hat mir auch noch gefehlt. Habe ich, glaube ich, auch für die 360 schon. Dann James Cameron, aber Avatar in der Platinum. Aber besser Platinum als gar keine Version. Auch schön komplett. Und dann haben wir hier nochmal DC Universe Online. Das ist wohl die amerikanische Ausführung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, müsste die amerikanische sein. Auch komplett. Bin ich mal gespannt. Gut. Das war, wie gesagt, vom lieben Sascha. Sascha hat mir gegrüßt. Dann war noch was. Und zwar hatte der gesehen, dass ich ja bei den letzten NES-Spiele-Sammlung, die ich gekauft hatte, mit den amerikanischen Titeln, hatte er gesehen, dass ich dieses Tecmo Super Bowl, oder die Super Bowl war das, glaube ich, Super Bowl, so ein Footballspiel dabei hatte. Und da hatte er, wie gesagt, hatte wohl schon die Karton und die Anleitung dementsprechend, nur das Spiel hat ihm gefehlt. Und hatte mich gefragt, ob ich es haben könnte. Und ich sag klar. Und dafür hat er mir gegeben, oder konnte ich mir aussuchen, ein Gauntlet 2 für die NES. Und geht natürlich dann auch so in meine Sammlung. Fehlt mir noch. Sehr schön. Freut mich. Ja, was haben wir sonst noch? Dann haben wir nochmal, hatte ich nochmal bei eBay was gekauft. Soul Reaver 2 für die PlayStation 2. Auch komplett mit Anleitung. Ich glaube 2,50 plus Versand 2 Euro, also 4,50. Und das war hier nochmal eBay Kleinanzeigen-Deal aus dem Ort hier. Einmal Strikers 2, 1945. Das ist soweit noch komplett. Und ja, mit Anleitung, CD. Super Zustand. Muss sagen, ein richtig geiles Spiel, macht richtig Spaß. Kann ich echt nur empfehlen. Mir das hat immer so ein bisschen einen negativen Touch, aber das ist wirklich ein Spiel, sag ich mal, macht richtig Spaß, macht ein richtiger klassischer Shoot'em up. Richtig Bock. Dann für die PS2 war dabei das Triggerman. Hier fehlt mir allerdings die Anleitung und es sah auch ziemlich bescheiden aus. Ich habe es hier geschliffen. Mit meiner Maschine, die ich da habe, die ich mir auch noch vorstellen werde im Video, wie ich es schon gesagt hatte. Und hier ist noch ein großer Kratzer drin. Da will ich vielleicht echt nochmal schauen, ob ich da mit dem Sandpapier nochmal dran gehe.
Aber das schauen wir uns nochmal an. Wie gesagt, laufen tut es auf jeden Fall mittlerweile. Und ja, das ist schon mal viel wert. Ja, das war das. Dann habe ich noch eine Geschichte, die kam eben mit der Post. Ein bisschen Bastelarbeit für demnächst. Und zwar ist heute gekommen eine Docking Station im Animal Crossing Style. Das ist von meiner Tochter. Die wollte diese Animal Crossing Dings haben. Aber wisst ihr ja selber, die ist mittlerweile ja auch ausverkauft. Und das hat, glaube ich, jetzt 20 Euro gekostet. Klar, die ganze Technik, die muss ich natürlich hier noch umbauen. Natürlich ein schöner Fake hier, ne? Aber wie gesagt, ja, das ist zunächst nochmal ein Bastelprojekt. Und schauen wir mal. Ja, soll soweit jetzt gewesen sein für heute. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, bis dann. Euer Retro-Frev. Ciao, ciao.